Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute und herzlich willkommen, ne, zum einem neuen Part zu Monster Hunter Stories 2. Bei mir in dem Shining. Ja, beim letzten Mal haben wir uns hier ein bisschen durchgekämpft. Ich habe euch ein paar neue Monster gezeigt, haben den Monobloss nochmal bekämpft. Ich weiß nicht, ob ich den Kampf rausgeschnitten habe, aber ich glaube, ich habe ihn drin gelassen. Weil ich bin ja jetzt gerade noch in der Aufnahmesession. Ja, unser Job ist nach wie vor Rafa retten. Freuen wir uns drauf. Wir drücken den Hebel. Und ab nach oben geht's. Na dann, Leute, zeig uns neues Zeug. Die sind nicht neu. Die könnte ich sogar insta-finishen, wenn ich gegen die kämpfe. Ich finde es interessant, dass hier drin überhaupt Monster sind. Weil ich kann es halt echt kaum nachvollziehen, warum. Ich könnte den Gips daraus nochmal jagen, einfach um die Liste bei dem voll zu kriegen und ein bisschen Material abzustauben, aber... Nein, danke. Soll ich denn da drüben dran kommen? Ha, ich kann hier springen. Los, Yannick. Da drüben ist bestimmt was Schönes. Bleib mal direkt auf, Yannick. Da ist nix. Doch, da ist eine Kiste. Schon sagen. Den ganzen Weg für nix. Fühlt man sich immer leicht verkohlt. Belebung. Nett. Oh, geht's hier weit runter. Weit bin ich denn schon oben? Aber ich bin gerade auf der Hälfte von dem Turm. Was erhoffen die sich eigentlich, da oben hinzureiten? Beziehungsweise mit den Aufzügen zu gehen? Also ich sehe jetzt nicht, dass hier irgendwo ein Luftschiff wäre oder irgendwas in der Art. Es gibt Luftschiffe in Monster Hunter, falls sich das irgendwer fragt. Das Spiel ist nicht so extrem primitiv. Was Fortbewegungsmittel angeht. Lass mich mal durch. Danke. Danke, dass wir uns einigen konnten. Kerawache, den kennt ihr schon. Habe ich euch ja in der letzten Folge gezeigt. Und wieder auf nach oben. Oh Gott, sind hier viele Aufzüge. Ich werde ein paar Mal brauchen. Was kann mir denn hier neben mir? Habe ich die schon mal bekämpft? Die ja, aber die kleinen nicht. Na gut, die können nicht wirklich was anderes als der große, also skippe ich das mal. So, der Kampf ging relativ schnell. Ich habe einfach durchgeprügelt. So, ich habe den Kampf relativ schnell durchgezogen. Ich hole mir erst den Katzerwandstand, falls das wirklich ein Katzerwandstand ist. Bei so Endgebieten gibt es ja auch immer so eine Höhle, wo man rein kann. Ich habe einen da aushelfen können, aber genau weil du reingeredet hast, konnte ich ihn nicht nutzen. Also Naviro, manchmal bist du nervig. Machst mir das Leben schwer. Boah, ich habe keinerlei Ahnung, in welchen dieser Aufzüge ich rein muss. Wirklich nicht die geringste. Oh toll, ich komme nicht mal zum dem Stand. Wollen wir das so machen? Ich mache jetzt erst den linken, dann mache ich den und dann den hier. Klingt dann an die. Ich hole aber erst die Kiste. Keine Ahnung, wie man an diese Kiste da oben dran kommt. Ich habe versucht dran zu kommen, aber ich komme nicht dran, deswegen ab in den Aufzug. Doch, ich habe keine Ahnung, wo die hinführen. Dass hier so viele sind, ist schon gemein.
Ah, okay. Ich glaube, ich wäre über den genau da rausgekommen, wo ich auch hier rausgekommen wäre. Ich gehe gleich nochmal den rechten, weil ich scheine da über eine Kiste dran zu kommen, an die ich sonst nicht dran komme. Natürlich bricht hier jetzt ein, oder? Natürlich ist der Boden weggebrochen, aber so kommt man wahrscheinlich an die Kiste. Wie soll ich denn an die Kiste da oben dann dran kommen? Einen Moment, ich gehe erst in den rechten nochmal. So, ich bin im rechten Aufzug. Und ich hatte recht, hier kommt man an eine Kiste, mehr nicht. Mit dem Verteidigungsmittel. Okay, wieder in den linken Aufzug. So, ich bin wieder im Link. Ich guck mal kurz auf der Karte. Ich muss von hinten an die Kiste. Ah, okay, von der Seite komme ich gar nicht dran. Muss nämlich von der anderen Seite irgendwie kommen. Ach, hätte ich das doch nur gewusst. Obwohl, kann ich vielleicht an der Seite entlang? Nö. Warum denn auch? Immer schön, wenn man zigtausend Wege ablaufen muss. Ist nicht mal spannend, das ist einfach nur Zeit-Consuming von den Entwicklern. Könnten die sich sparen? So, da wartet irgendein Vieh um die Ecke herum. Ich hab's gehört. Nee, die gehen Viecher, die interessieren nicht. Lasst mich durch. Euch mag keiner. Deswegen brülle ich euch die Ohren weg. Okay. In den rechten kann ich gleich noch mal rein. Da könnte ich hier hin, aber ich weiß nicht, was ich da wollen würde. Ach nee, wahrscheinlich ist es da das letzte Vieh. Warte mal, wie komme ich an die Kiste dran? Sehe ich das von hier vielleicht? Die liegt da oben drauf, oder? Ich muss von da hinten aus dahin springen. In den Diablos komme ich ja easy vorbei. Oh, Maxi-Trank. Endlich sehe ich sowas auch mal in diesem Spiel. Ich habe den uralten Trank vor dem Maxi-Trank erhalten. Dabei ist der Maxi-Trank eigentlich nicht mal ansatzweise so gut wie der uralte. Weil der uralte hat ja immer alles voll geheilt. Kommt man aber auch nur einmal mitnehmen. Ja, die Kiste war geschenkt. So, ich gehe gleich erst in den mittleren. Lass mich durch. Deine Rüstung ist es nicht mal wert. Ich habe die mir schon angeguckt. Und wieder ein Aufzug. Ich guck gerade noch was. So, jetzt kann ich ihn wieder. Okay. Ach, hier gibt's keinen mittleren. Ich dachte, da wäre noch ein mittlerer Aufzug. Ich muss für den Gravius eine extra Folge einlegen. Außer die haben gleich einen. Lass mich durch. Ich habe kein Interesse an dem Kampf. Dasselbe geht für dich. Lass mich durch. Jetzt sag mir, hier ist eine Kiste. Schatztruhe? Hier. Laut Karte. Hey, die liegt da oben drauf. Hüpf. Kann ich hier einfach runtergehen? Ja. Ich hab gesagt, ich hab kein Interesse. Immer diese Belästigung. Genau, verzieh dich. Ich will hier eben kurz mal abspeichern.
Ihr wisst hier, Leute, ich war gerade aus dem Speicherteil rausgegangen, da hat der Gravius mich von hinten... Ach, der Gravius, der Diablos mich von hinten angegriffen. Ich hatte den Gravius hier schon im Kopf. Der ist übrigens ein Krafttyp, der Gravius, falls wir den treffen. Fast oben, das ist ein Satz, den ich hören wollte. Ein schwarzer Diablos! Oh Gott, wir treffen direkt die heftige Version. Schwarze Diablosse sind übrigens weiblich. Sorry, ich habe zu langsam reagiert. Oh, komm. Müsste doch eigentlich auch Krafttyp sein. Warte mal. Dich muss ich auswechseln. Janik, komm rein. Wir machen das. Ja, Krafttyp. Hab richtig geraten. Im Übrigen, damit ihr auch mal versteht, welchen Sinn das hat, die Liste da abzubauen, ihr schaltet so die gebrochenen Teile frei dazu, dass ihr dadurch mehr Items kriegt. Deswegen müsst ihr die Liste da abbauen. Und damit meine ich alle Listen, auch die, wenn man kein Körperteil anvisiert. Damit ihr endlich mal versteht, warum wir das immer machen. So, Bara weiter hieb. Du kannst den Tunnel graben, aber ich gebe einen Scheiß drauf. Ich zieh dir einmal mein Schwert durchs Gesicht. Warum kann ich von dir kein Ei kriegen? Natürlich kriege ich den aufgescheucht. Aber erst wechsle ich zum Bogen. Du, mach mal Hochspannung. Im Übrigen, wenn ich ein Monster mit Gebrüll habe, kann ich auch Gebrüll stattdessen einsetzen. Der funktioniert genauso gut. Guck mal, diese Runde greift gar keiner an. Hau deinen stärksten Angriff. Obwohl, er macht den Donnerkäferschuss. Funktioniert eigentlich genauso gut. Parabellschuss, dann habe ich das nämlich schon mal von der Liste runter. Okay. Giftbeschichtung auf Weiß. Ich hole direkt danach den Hammer raus, weil der Schweife gerade zerstört. Okay, er ist sauer. Sie ist sauer. Entschuldigung. Jetzt müsste sie eigentlich mit Geschwindigkeitsangriffen kommen. Ja. Hack richtig. Drive ist gebrochen. Als nächstes muss ich auf die Fußer gehen. Aber erstmal ziehe ich ihm den Doppelschwung durch. Ja, als nächstes auf die Füße. Ich mache extra, dass Janik nicht auf die Füße geht. Dann kann ich die Safe mit beiden Waffen nochmal treffen. Nochmal Hochspannung. Dann mache ich so lange einmal auf die Beine. Ich kann danach noch mit dem Hammer einmal in das letzte Teil reinhauen. Ich glaube, ich will eh am Ende mit dem Hammer durchgehend drauf gehen. Da scheint er am wenigsten gut drauf zu sein. Oh, er ist wieder Kraft. Habe ich nicht mitbekommen. Ja, umgeworfen.
Jetzt ist nur noch das Horn übrig. Wo ich dir gleich einen Giftschuss reinsammel. Ja, ich will den Hammer am Ende nutzen. Ey, lass mir auch noch was übrig. Ich würde so gern ausprobieren, aber ich bezweifle, dass es geht. Also ich bezweifle stark, dass ich von dir jetzt ein Ei bekommen kann. Aber ich probiere es trotzdem. Sag ich doch. Schade. Den schwarzen Diablos hätte ich richtig gern gehabt. Ich kann mir safe keine Rüstung komplett machen von dem. Dafür fehlt mir Material, um das vollzukriegen. So, und jetzt komme ich zum Dach. Sequenz. Luftschiff. Diese dummen Jäger. Reiß dich los, los, mach es. Ob ich sie noch aufhalten kann? Da hätte die auch mal drauf achten können. Navio kann was? Das Naviro, das mit der Elektrizität kann, das war mir neu. Wer kann Naviro das? You just don't know when to quit. Apharas hat auch, weil er mir helfen will. Rafa, alles wird gut. Rafa, reiß dich jetzt wahrscheinlich los. Was für Flügel des Verderbens? Die sind doch rein wie sonst was. Was ist mit Anna? Alpha, rett mich! Ja.
So, und jetzt retten wir am besten noch Edna. Und haben sie! Ihr Nullen, ihr Pfeifen! Ach, dich vergessen wir doch nicht. Du hast nichts geleistet. Du bist safe der Endboss. Ich dachte erst, der Junge wäre der Endboss, aber er wird wahrscheinlich der Endboss sein. Oh, ich kann jetzt fliegen. Ich kann jetzt fliegen. Okay. Ich kann jetzt jederzeit fliegen. Ja! Wie geil ist das denn? Um diese Werbung zu zitieren. Ja, ich kann fliegen. Entschuldigung, dass ich eine komplett ignoriere. Warte mal. Kann ich auf den Turm damit? Der fliegt immer geradeaus in die Richtung, wo ich gucke. Vom Prinzip her. Boah, es gibt so viele Orte, die ich jetzt nochmal besuchen wollen würde, ne? Weil ich jetzt einfach dahin kann. Warte, ich lande hier. So, und jetzt will ich mal prüfen. Wie fliege ich jetzt wieder los? Ah, okay, er muss nur Fliegen besitzen und dann muss ich B drücken. Dann kann ich wieder fliegen. Ey, das macht ja so viele neue Möglichkeiten. Das ist cool. Okay, Leute. Ich mache jetzt hier für heute Schluss. Das ist mega cool, dass wir jetzt fliegen können. Ich weiß nicht, wo genau die mich jetzt hinhaben will. Ah, hier ganz am anderen Ende von Lulicon. Ich habe hierbei Kamunen was nachzuholen und hier tatsächlich sogar in der Sardona eine Ebene. Jetzt kann ich ja fliegen. Ey, dann sind ja diese Vorsprünge jetzt auch kein Problem mehr für mich. Wenn da irgendwie hoch ist, ich muss nicht mehr drumherum. Ich kann einfach hochfliegen. Das ist so cool. Ich freue mich. Ich kann mir übrigens vorstellen, dass ich jetzt hier demnächst die neue Stadt vor mir habe. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.